Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf der Gemeinderade. Ja, wie ihr seht, bin ich gerade dabei anzusehen. Und zwar hatten wir hier ja, bevor wir die Pellets gemacht hatten, hatten wir hier gepflückt im Livestream. Das hatte ich ja fertig gemacht. Und ja, nun bin ich dabei, das Feld anzusehen. Hier sollte ja oder kommt ja Hafer rauf für die nächste Saison. Und ein bisschen habe ich schon vorgearbeitet. Ja, ich denke mal, das wird so eines der letzten Arbeiten für dieses Jahr oder für diese Saison sein. Weil allzu viel oder ist eigentlich gar nichts mehr. Wir könnten höchstens noch einmal ein bisschen Pflanzenschutz ausbringen. Da will ich mir ja auch eine neue Pflanzenschutzspritze holen. Wir haben ja ein bisschen Geld über. Der Drescher geht weg. Jetzt demnächst schon. Und ein, zwei Maschinen werden noch ausgetauscht für die nächste Saison. Ich denke mal, das mache ich dann alles mit euch zusammen in der nächsten Aufnahme, denke ich mal. Jo. Dann müssen wir warten, bis die nächste Saison wieder angefangen hat. Ein bisschen Zeit ist ja noch. Und zwar gerade mal Herbst, Mitte Herbst, sage ich jetzt mal hier. Aber naja, es geht nachher schneller, wie man denkt. Die Pellets, die restlichen, die übergeblieben sind, hatte ich ja im Lager gemacht, in der Halle, bei der Pellethalle. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was waren 30.000 Liter oder so. Ja, da müssen wir dann auch nochmal gucken. Wie gesagt, das ist dann so Winterarbeit. Werde ich wohl noch mal ein, zwei Videos machen, wo wir dann die Pellets verpacken. Und ich denke mal dann auch verkaufen, je nachdem wie viel da denn zustande kommt an Paletten. Wir werden dann, denke ich mal, erstmal die Heupellets machen, da wir ja da auch noch vier Stück stehen haben. Ja, hier seht ihr vom letzten Mal die Fahrgasse. Das ist ein bisschen, ja, da düngt er ja nicht mehr mit dann, weil das ja schon voll gedüngt ist alles, theoretisch. Naja. Da muss ich nochmal nachsehen, dass wir gerade ein bisschen was freilassen. Das wollen wir ja nicht unbedingt. So, ich hoffe mal, dass dann auch das mit den Ölrettich auch klappt, nicht dass er mir über Winter erfrieren tut. Ja, fahren wir noch ein Stück.
So, jetzt. Dass ich den dann im Frühjahr einarbeiten kann. Da sollen ja dann unsere Sonnenblumen rauf, ne? Ja, Sonnenblumen. Sonnenblumenfallen kann ich bei 6 Grad ansehen. Gut, alles Klärchen. Die Tafel ist jetzt dran. Und da ist alles goodie. Das passt noch. Mit den Temperaturen 3 Grad. Wir haben jetzt 9 Grad. Ich hoffe mal, dass das morgen nicht zu kalt wird. Dass der hier auch noch wirklich die Chance hat aufzukeimen. Ja, und ansonsten gibt es eigentlich so weiter nichts Neues hier. Wie gesagt, die Spritze werden wir noch tauschen. Vielleicht den Düngerstreuer auch. Und den Kalkstreuer weiß ich jetzt noch nicht. Ich muss auch gucken, wie das mit dem Geld passt, ne? Und dann wollte ich eigentlich auch noch den Zeller tauschen. Spade hatten wir ja jetzt erst. Das ist ja Schwachsinn, den mehr zu tauschen. Deswegen bleibt das erstmal so. In der Presse muss ich mal gucken. Ja. Gehen wir auch auf Rundballen. Ja, gut, ich weiß ich noch nicht so ganz genau. Lassen sich zwar dann ein bisschen schwieriger stapeln und so. Aber ich würde auch gerne mal was, oder ich würde gerne was anderes haben. Wie schon mal gesagt, die Presse ist an sich ja eigentlich nicht schlecht. Aber keine Schläuche. Keine Schläuche finde ich ein bisschen, ja, für den 19er ein bisschen, ja, bisschen doof halt. Das Feld ist ja auch gleich wieder schon wieder fertig. Geht doch schnell. Sehr schnell sogar. Meter sind halt 8 Meter, ne? Also da auch weiß die Maus auch keinen Faden hat. Ist nun mal so. Und wenn man die Breite hat der Maschine, dann geht das natürlich alles sehr viel schneller. Würde ich jetzt ohne Fahrgassen machen, dann würde ich mir auch noch eine größere Maschine kaufen, Siebmaschine. Weiß ich nicht, von, ja, 10. Ich glaube, das nächsthöchste ist 12 Meter, ne?
könnte man ja einmal ganz schnell gucken. 9 Meter ist, ja, das ist, ne. Hier sowas vielleicht 12 Meter. Könnte ich mir eigentlich holen, weil die gibt es doch auch mit. Genau. Das wäre eigentlich keine so schlechte Idee. Hat denn zwar keine Düngerfunktion. Aber das wäre ja auch denn eigentlich nicht so schlimm. Wir haben ja noch genug Gülle bzw. Gärreste. Und wird halt ein öfters mal gedüngt noch. Oder vorher halt dann immer Gülle gefahren. Beziehungsweise Gärreste. Das wäre noch eine Überlegung wert. Ob wir denn die Lemken uns holen. Wie viel hatten die auf der Uhr, die Seemaschine? Die habe ich doch, glaube ich, auch noch gar nicht so lange, ne? 14 Tage sind das gerade mal. Vier Komma vier Stunden. Ist noch nicht so wirklich was und noch nicht wirklich viel Arbeitsstunden. Wir behalten die erstmal noch. Wir gucken nächste Saison, Ende nächste Saison, ob wir da vielleicht einen kleinen Tausch vornehmen oder halt auch nicht. Muss ich mal gucken, ne? 12 Meter. Was beim Vorgewinne? Eine halbe. Ich glaube, so war das, ne? 24 Meter Arbeitsbreite von der Spritze und der dem Dingerstrahl, glaube ich, war das so. Ja, muss ich mal gucken, ne? Da geht mal so ein paar Kleinigkeiten austauschen. Drescher geht auf jeden Fall schon mal weg. Zerr wird ein anderer auf jeden Fall geholt. Die beiden sind erstmal schon mal bestätigt, sage ich jetzt mal. Ich muss mal gucken, vielleicht geht der Viehwagen auch noch weg, weil ich brauche ihn ja jetzt eigentlich nicht. Und wenn ich ihn brauche, könnte ich mir ihn eventuell eigentlich auch mal schnell mal mieten vom Händler. Für 3, 4 Touren Kühe wegbringen oder so. Da denke ich mal, kann ich mir dann auch schnell mal mieten. Ja, ich denke mal, so machen wir das. Ich werde noch mal ein bisschen überlegen, ein bisschen durchrechnen, was weggeht und was neu wird. Ich weiß auch noch nicht, ob ich den Dascher, wenn ich ihn jetzt schon weggebe, ob ich mir dann schon gleich einen neuen hole oder dann wirklich erstmal warte, bis
bis Erntezeit fürs nächste, bis die Erntezeit im nächsten Jahr anfängt und dann einen Drescher holen. Muss ich mal gucken. Aber wir sind auch schon wieder fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, gerne auch ein Abo, würde ich mich riesig drüber freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi.